Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Uhrmacher Werkzeug erklärt. Heute zeige ich Ihnen mal dieses interessante Werkzeug. Hier kann ich dran drehen, hier sind Dinge gerendet, das ist aus Messing vernickelt. Was könnte das bloß sein? Ich habe hier oben einen Teller mit ganz vielen Bohrungen und Aussparungen. Senkungen, interessant. Dann habe ich hier so einen Bereich, der so, ja, fein ausgedreht ist, sodass eine Fingerkuppe schön dort reinpasst. Ich habe hier eine Hauptsäule und drei solche Pfeiler. Ja, da merkt man schon, das kann man nämlich so in die Hand nehmen, das Werkzeug, und dann aufschieben. Das ist innen nochmal gefedert. Ich drehe das jetzt mal ein bisschen weiter auf. Da sehen Sie richtig, da sehen Sie innen auch nochmal einen gleichen Teller, wieder mit solchen Bohrungen. Ja, interessant. Das ist ein Werkzeug, womit man Zeiger ein wenig aufreiben kann. Es gibt ja so ganz alte Taschenuhrzeiger-Sortimente oder so etwas. Und dann, ja, hat man manchmal eine Taschenuhr, wo die Zeiger nicht zusammenpassen, das gestückelt ist oder einfach nicht schön aussieht. Und dann ist es doch schöner, irgendwie in so einem alten Sortiment ein paar neue Zeiger herauszusuchen und der Taschenuhr wieder ein schönes Gesicht zu geben. Und bei Armbanduhren ist es ja auch so. Es gibt manchmal Zeiger, die man leicht anpassen muss, um sie vielleicht für ein anderes Uhrwerk verwenden zu können. Und dann hat man hier eine sehr schöne Hilfe. Es ist eigentlich sehr einfach. Ich habe jetzt hier einen Zeiger mal, ja, der nicht mehr so schön ist. Also es ist sehr einfach. Man muss einfach nur das hier aufmachen, diesen Schieber, diesen Kopf sozusagen auseinanderdrücken und dann mal gucken, ob man ein Loch findet, was ganz knapp nur größer ist als der Kragen vom Zeiger. Hier ist ja dieser Zeiger, hier hat einen Kragen. Es gibt auch Zeiger mit Zeigerfutter, wo es extra gedreht ist, bei höherwertigen Uhren. Aber dieser hier hat einen Kragen. Und jetzt kann man noch, wenn man den Zeiger schützen will, bei dem hier ist es eigentlich egal, weil der so schon so mottig ist. Aber hier so ein Stückchen, das ist hier von so einem, zum Zigarettendrehen, so ein Stückchen ganz dünnes Papier. Das schützt wirklich toll. Da habe ich mir mal hier ein Fetzen von abgeschnitten. So, jetzt probieren wir das mal. Ich lege das mal hier so drüber. So. Da schütze ich also gleichzeitig, wenn ich jetzt einen Zeiger habe, wo wirklich keine Spuren drauf kommen dürfen, schütze ich, wenn ich das so anpacke, gleichzeitig diese lackierte Oberfläche vom Zeiger. Auch übrigens bei polierten und verchromten Zeigern empfiehlt sich das so, das anzupacken. Es gibt auch Kornzangen mit Holzspitzen oder solche Carbonspitzen, die kann man auch sehr schön nehmen. Da sind also dem Portemonnaie keine Grenzen geöffnet. Aber ich nehme jetzt mal hier diese Version, weil ich das jetzt so schön griffbereit habe. So. Jetzt suche ich mal ein Loch, was hier gut passt. So, sehen Sie, hier ist nur ganz leicht etwas vom Zeigerinneren zu sehen. Also ich habe hier viel Auflagefläche von diesem Zeigerloch, so dass das gut gehalten wird. Das ist ganz wichtig, sonst reißt mir das ab und der Zeiger ist verloren. Und hier habe ich jetzt eine Reibahle. Das ist ein ganz oft verwendetes Werkzeug, wo ich entsprechend spanabhebend Löcher erweitern kann, gerade so beim Messing für Lager, jetzt hier auch für solche Zeigerfutter, da, ja, Zeigerlöcher kann ich das auch sehr schön nehmen. Der Uhrmacher benutzt das extrem oft, dazu mache ich aber mal ein extra Video über Reibahlen. So, und jetzt steche ich mir das so durch, schon gleich
so ein bisschen in Bewegung haltend. Ja, und dann gucke ich hier, dass ich möglichst nicht schief aufreibe. Ja, also immer mal ein bisschen drehend gucken, dass wir da entsprechend in einer Achse mit dem Werkzeug bleiben. Dann wird das auch was. Dann kann man vorsichtig Stück für Stück das Ganze aufreiben. Was ich jetzt hier auch mache, ich habe das, die Reibale ist ja konisch, wie Sie sehen. Ja, Sie müssen natürlich genauso wie beim Lageraufreiben darauf achten, dass ich nicht nur so einen konischen Lochausschnitt dann irgendwann habe, weil dann kriege ich das zwar ein Stück weit den Zeiger aufgepresst, aber oben wird es dann schwierig und ich kann mir eventuell was kaputt machen, indem ich zu viel Druck ausübe. Also muss ich auch genauso wie beim Lageraufreiben von beiden Seiten mal durchgehen und schauen, dass das in Ordnung ist. Und das Ganze muss man ganz ja, behutsam und vorsichtig machen und immer mal wieder den Zeiger rausnehmen, weil, wie sagte der Lehrmeister so schön in der Lehrzeit, was drauffeilen oder das kann man nicht. Wenn das Loch zu groß ist, dann ist die Salami in der Turnhalle versenkt oder in dem Fall der Zeiger futsch, weil der einfach über das Stundenrad drüber flutscht und das war's. Und das ist ja sehr, sehr blöde und ja, da muss man sorgfältig sein. Es lohnt sich wirklich auch mal mit so schrottigen Zeigern zu üben, so ein bisschen ein Gefühl für solche Sachen zu bekommen, weil das doch sonst total blöde ist, wenn man vielleicht manchmal so einen Zeigersatz, der ja doch etliches an Euros kosten kann, in den Mülleimer versenkt. Ja, das war's mal wieder. Eine neue Ausgabe von Uhrmacher Werkzeug erklärt. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ja, wie immer, lassen Sie mal ein Like da oder ein Abo. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne. Tschüss!